Okay, wohin fahren wir denn mal? Da der Tug jetzt noch nicht weiß, wann er ungefähr zurück ist, würde ich sagen, wir fahren noch eine Tour. Da waren wir schon. Wir könnten nach New Mexico fahren. Wir könnten aber auch erstmal komplett Arizona abklappern, dass wir das fertig haben. Wir haben ja da weiße Streckeneinheit gemacht. Wir könnten nach Flagstaff fahren. Auch Fräsmaschine. Ja, wir sind für Schwertransport eingestellt. Keine Panik. Ich habe jetzt aber keine Themen für euch. Also wenn ihr irgendwelche Themen habt oder irgendwas über irgendwas quatschen wollt, dann könnt ihr das gerne in den Chat schreiben. Worauf ich auch mal wieder Bock hätte, wäre zum Beispiel Fallout 4. Da habe ich auch mal wieder richtig Bock drauf, das Spiel zu spielen. So, für die Leute jetzt nachher auf YouTube. Wir haben unseren LKW repariert. Wir sind tanken gewesen. Wir haben im Endeffekt nur neue Reifen drauf gemacht und haben mal so ein bisschen geguckt, was wir noch machen können. Aber es ist jetzt alles nichts dabei, wo ich sagen würde, das lohnt sich jetzt, das zu machen. Ich muss eben das Ding wieder ausmachen. So, die Talkrunde verschiebt sich heute. Also wir wissen noch nicht, ob wir sie überhaupt heute machen. Weil der Tugu leider aus Familiengründen AFK ist. So, deswegen fahren wir jetzt einfach nochmal noch eine Tour. Ansonsten, ich will jetzt auch nicht unbedingt jetzt noch einen Spieler zwischenquetschen. Weil sich das vielleicht auch nicht unbedingt lohnt. Komm, wir fahren die Tour noch und dann werden wir mal gucken. Wie lange wir brauchen. Wenn er da nicht da ist, dann werden wir vielleicht auch Free of E umswitchen, würde ich sagen. Oder wir könnten Mad Games anfangen. Ich habe nämlich Mad Games gestern runtergeladen. Die Frau wollte nämlich ganz gerne Mad Games sehen. Muss nur mal gucken, wo ich meinen Ordner habe. Ich habe so die Befürchtung, ich weiß, wo er ist. Der ist irgendwo runtergefallen. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Muss ich nur mal eben den Streamtitel ändern. Muss da mal eben kurz auf den Desktop führen. Okay, ich kann ja direkt durchfahren nach rechts. Weil Rechtsabbieger dürfen ja fahren. Ach guck mal, das ist sogar hier hinten, wo wir den Anhänger von weggebracht haben. Ich hoffe, dass der mittlerweile weg ist. Ja, den haben sie mittlerweile weggebracht. Da haben wir eine Fräsmaschine. Boah, ich hoffe, wir kriegen das Ding hier überhaupt raus hier. Ja, jetzt wird wahrscheinlich das Problem sein, dass wir den hier nicht rauskriegen. Uff. Was sag ich denn? Haben wir überhaupt Licht an? Ach, wir haben sogar was wie Tagfahrlicht haben wir sogar. Das ist Tagfahrlicht, was? Echt jetzt? Doch kein Tagfahrlicht, Leute, das ist doch Standlicht. Okay, das kann auch sein, dass man das als Tagfahrlicht nehmen kann, weil die Cops haben ja nicht gemeckert. So, jetzt müssen wir mal Warnblinkanlage anmachen und gucken, dass wir den hier so weit wie möglich rumbekommen. Ganz ehrlich, da eine Firma hinzubauen. Jo, du stehst scheiße da, mach einen Abgang. Da eine Firma hinzubauen mit sowas, das ist schon nicht schön. Wenn wir Pech haben, streifen wir sogar den LKW. Wir streifen den LKW. Merkst du selber, dass du scheiße stehst, ne? Das gibt gleich Geldabzug. Sag ich doch. Er dürfte da gar nicht stehen. Normalerweise müsstest du das mit zwei Mann machen und dann müsste einer die Straße blockieren. Oder zwei Leute die Straße blockieren. Dass du hier auch wegkommst. Ansonsten ist das nämlich kritisch. Aber für mich ist das einfach nur Standlicht gerade. Ein Tagfahrlicht. Ja, wir biegen links ab.
Wie lange fahren wir denn überhaupt dafür? 2 Stunden, ja, das könnte etwa so eine halbe Stunde ungefähr sein. So. Nehmen wir direkt den Schwung mit und biegen mal direkt ab hier. Sache, wir haben momentan nur solche Aufträge. Ich müsste mal die anderen Folgen nachgucken, ob wir da auch solche Sachen drin haben. Aber ich meine, wir hätten nur solche Aufträge derzeit. Bei diesen automatischen Abstandshaltern, den gibt es nämlich noch nicht als Einstellung, glaube ich. Dass wenn du sagst, pass auf, hier fährst du 35 und dann vor dir hast, dass der automatisch abbremst. Das wäre nämlich gar nicht so schlecht, wenn man das auch hätte. War schön mit Tempomat erhöhen, man sieht ja schön den Pfeil hier. Auch guck mal, wir jetzt wesentlich mehr Sprit sparen. Wir haben ja schon, ich glaube, drei Balken drin, aber hier mit 65 um die Kurve ist auch ein bisschen heiß. Das ist ja, glaube ich, auch wieder nur PKW-Geschwindigkeit, die angezeigt wird. Ja, fahren wir ganz entspannt vom Sonnenuntergang weg. Ach ja. Mittlerweile läuft der Stream sogar etwas besser. Keine Ahnung, was der vorhin hatte. Was könnte wirklich sein, dass da wieder irgendwo Probleme waren. Ja, vor allem, wer einfach Ewigkeiten braucht, um die Sachen dann nachzuladen. Meine Nase schmerzt zu. Ich muss mir gleich schon wieder Nasenspray holen. Und dann hört sich meine Stimme immer so komisch an, weil meine Nase zu ist. Ich überlege gerade. Was haben wir denn sonst noch so? Ich habe gerade keine Themen. Das ist total doof. Weil ich euch jetzt auch nicht spoilern will, was in der Talkrunde eigentlich kommen sollte. Aber ich sag mal so, es hat etwas damit zu tun, was schon sehr, sehr, sehr lange ausgestorben ist. Nein, es sind nicht die Neandertaler. Es gibt Leute, die sind immer noch so dumm. Aber was heißt dumm? Die waren ja nicht dumm. Die waren ja für ihre Zeit ja schon intelligent, ne? Also, wenn man das so sieht. Weil die hatten wahrscheinlich auch Leute dabei, wo sie sich einfach gedacht haben, warum haben wir die überhaupt hier? Bestimmt auch gut möglich. Ja, wie gesagt, müssen wir halt mal warten, bis er wieder da ist. Ich weiß auch nicht, wann er jetzt kommt. Nach der halben Stunde, Stunde. Eigentlich war für die Talkrunde 17 Uhr angesetzt. Aber seine Familie hat ihn leider da so ein bisschen zwischengehauen. Leider. Deswegen, ja, müssen wir jetzt warten. Kann ich nicht ändern. Vielleicht finden wir ja noch ein paar interessante Sachen, die Maranuba dann klippen kann. Die sie dann hochladen kann. Aber ich muss das eine dann rausschneiden, dass wir das dann als Highlight haben. Oh, dann darf ich doch gar nicht hochladen, weil dann wüsste man ja das schon in der Folge. Ist egal, mache ich trotzdem. Muss ich dann mal rausziehen. Ich wollte eigentlich nochmal so ein Best-of machen von Left 4 Dead und Back 4 Dead haben wir schon drin. Left 4 Dead 2 war das, glaube ich. Aber ich habe die Videos alle nicht mehr auf der Festplatte, deswegen fällt das raus. The Forest wollte ich eigentlich auch ein Best-of mal machen, aber... Da ist das Problem, die Videos habe ich auch nicht mehr auf der Platte. Da müsste ich das immer von der YouTube die Qualität nehmen und das ist dann halt auch immer nicht so schön. Müssen wir mal gucken. Boah, ich lag über 12 Stunden im Bett und bin immer noch müde. Blöde Nachtschicht. Wenn man das einmal drin hat, dann ist das immer doof. Besser wäre es, wenn man wirklich nur eine Schicht arbeitet. Oder vielleicht zwei. Aber drei Schichten ist halt schon schwierig oder nervig. Aber wenn man so eine Mittelschicht hat, das ist ja bestimmt noch schlimmer. Ah ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Ach ja. Ach nee, ich kann ja noch einen höher gehen, sehe ich gerade. Ansonsten ist es wirklich für ein Simulatorspiel, das ATS und ETS sind wirklich klasse. Ich habe ja auch damals mal war das Bausimulator? Ich müsste mal gucken, wo man auch so einen Kran hat, wo man Bagger und sowas hat. Der wirkt so ein bisschen steif. Aber ist auch von Astragon. Die haben ja auch Bussimulator gemacht. Den könnte man auch wieder spielen, den Bussimulator. der war eigentlich auch ganz nett. Der hat auch Spaß gemacht. Aber die Mission war nachher so, boah, Gott. Aber ich glaube, den kann man auch im Multiplayer spielen. Es gibt ja, glaube ich, auch den 21er, 22er mittlerweile vom Bus-Simulator.
Und der ist ja mal richtig schlecht bewertet worden, weil er so viele Bugs und sowas drin hatte. Und was haben wir noch gespielt? Der Police Simulator. Das war erst ja immer noch in der Early Access ist. Es ist ja noch nicht komplett fertig, das Spiel. Aber ich weiß gar nicht, ist das auch von Astragon? Ich glaube ja. Auf jeden Fall hat der auch Spaß gemacht. Der war auch nicht schlecht. Nur das Problem ist, nach dem Update konnte ich mein Savegame nicht weiterspielen. Und ich hatte keine Lust, jetzt mein Nummer 9 Savegame zu starten. Da ist das einer von den neuen. Ich glaube, das ist einer von den neuen Anhängern. Kann ich jetzt leider nicht mehr sehen, aber es müsste einer von den neuen sein. Da könnten wir auch mal gucken, ob wir uns da vielleicht mal mit der Zeit da einen Auflieger holen. Ob es da Sinn macht, einen eigenen Auflieger zu benutzen. Aber ich glaube, im Eurotruck haben wir ein bisschen mehr Vorlagen, ein bisschen mehr Möglichkeiten, Auflieger zu holen. Wir fahren ja sowieso hier die meiste Zeit Schwertransport, deswegen müsste man mal gucken, ob das Sinn macht, sich dann anderen Auflieger zu holen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das da seht. Wir sind jetzt auch Level 12 erst, also ne, wir brauchen noch eine ganze Weile, bis wir die Sachen alle haben. Fährst aber auch ziemlich nah dran, Herr Officer, ne? Da müssen wir mal gucken, ob welchen wir dann holen und ob es Sinn macht, welche zu holen. Ich würde welche holen für die LKW-Fahrer, die wir nachher haben. Da könnte sich das rechnen, dass wir dafür welche holen. Also, soweit habe ich nämlich kein Safe-Game mehr gehabt, dass ich sagen würde, Safe Personal Storage, ah ja. Ob sich das lohnt oder nicht. Und ich denke mal, die meisten fahren ja so Konvoi oder Multiplayer. Deswegen, ich denke mal, das ist ein bisschen anders dann. Na, Doppelspur wieder? Doppelspur, yeah. Ah, da hat er versucht, ganz schnell durchzukommen hier. So eine Doppelspur habe ich auch mal auf dem Weg zur Arbeit. Und dann hast du mal Leute, die auf der linken Seite fahren, die gerade mal eben so an den LKW vorbeikommen und dann guckst du so, wie lang die Schlange einfach ist und du denkst dir, ja, ich weiß schon, warum ich auf der rechten Spur bleibe. Hinter dem LKW. Also ist mir in dem Fall sogar ein bisschen lieber. Aber hier sieht das immer so ein bisschen aus, als würden so ein bisschen die FPS flöten gehen, ne? Ich meine, ich habe keine Anzeige an. Aber es sieht so aus, als wäre es ein bisschen schwammig manchmal. Vor allem, ist der wirklich so schief, der Berg? Das ist auch immer so eine Sache. Warum muss man die Kurve so bauen? Warum baut man die nicht anders? Ja, es gibt ja wieder bestimmt wieder so Sachen, wo man sagt, nee, das darf man nicht, weil das Grundstück nur bis da und dahin dem gehört und dann mehr darfst du dann halt nicht. Halt immer ein bisschen schwierig, das Ganze. Ach ja. Ach. 45 Speed Limit. Ich wäre froh, wenn wir mal in die 40 kommen würden. Ja, Park, KMH oder MPH dürfen wir sogar drüber gehen. ETS sind sogar 5 km, die du drüber gehen darfst. Im Eurotruck-Simulator darfst du, glaube ich, nur 2 mph drüber gehen. Ohne dass du meckern. Kupferstart, 2 von 16. Also ich muss das gleich mal aufschreiben. Guck mal, sind wir schon da, oder was? Ja, dann. Das ging jetzt aber fix, ehrlich gesagt. Sind wir jetzt schon echt da? Ja, wir sind schon da. Das war jetzt aber eine kurze Folge. Ja, dann würde ich nämlich gleich eben Pause machen, mal eben gucken, wo mein Ordner ist für Mad Games. Und dann würde ich sagen, spielen wir Mad Games an. Und dann muss die Marunuba nachher entscheiden, ob wir die Talkrunde heute noch machen. Oder ob wir die auf nächste Woche verschieben. Weil wir hatten ja gesagt, alle 2 Wochen, ne? Also. Ah, stimmt. Ich muss mich auch noch darum kümmern, dass ich die Sachen auf Spotify und, wie heißt denn das für Apple? iTunes? Ich glaube ja, ne, iTunes heißt das. Ich meine, ich habe selber ein iPhone hier liegen, aber ich habe keine Ahnung davon. Weil ich habe halt Spotify nur, wo ich Podcasts und Musik drüber höre. Ja, ich drücke gerade Gas, aber er will gerade nicht hier.
Er hängt wieder, ne? Er hängt. Ja, sah ich doch. Was ist, weil ich gerade nicht die Kurve richtig gekriegt habe? Ah, ich hasse es. Ja, und dass der jetzt da steht, ist natürlich jetzt richtig schlecht. Ich krieg den nicht rum. Ach, ich könnte kotzen. Schnauze! Ja genau, der steht jetzt genau da, wo ich eigentlich hin will. Und du siehst doch, dass ich hier Platz brauche. Wo hängt der denn da hinten? Ich glaube, der hat sich gerade so sehr festgehangen. Schnauze, habe ich gesagt. Dass wir den LKW nicht wegkriegen. Okay, du fährst jetzt darüber. Bleib mal da stehen. Ich muss erstmal hier gucken, dass ich den hinten rauskriege. Das ist einer der Gründe, warum ich immer so weit aushole. Damit wir da, jetzt habe ich den Scheibenwischer überhaupt an. Damit wir da die Sachen überhaupt wegkriegen. Also den Anhänger rumkriegen. Aber das war nicht weit genug. Ich hätte noch weiter rumlenken müssen, glaube ich. Biege nach links ab. Ja, er aufs Piepen. Warte, wenn sind die Cops ja gerade? Die hätten uns bestimmt helfen können, da wegzukommen. Wie gesagt, das ist halt, wenn ich mal zu viel auf Bremse drücke, dann geht das runter, weil wir haben das ja an mit echter Druckluftbremse als Simulation. Und wenn du das drinne hast, ist das Problem, dass du da aufpassen musst, wenn du zu häufig drückst, dann fängt der an zu piepen. Ich weiß zwar nicht, wie das im echten Leben ist, ob das auch so ist, dass der anfängt zu piepen. Den hier gemacht? Hat da einer den Malpinsel verloren oder was? Ob das dann auch so piept? Aber ich kenne keinen mehr, der LKW fährt, deswegen kann ich keinen fragen. Wir kannten mal einen, aber der ist leider nicht mehr da. Da könnte man zum Beispiel auch ein Quartier kaufen, das wäre ich fast über Rot gefahren. Also ihr seht das ja, guck mal, ich jetzt hier die Anbremse drücke, dann seht ihr da quasi da nämlich rechts, wo es rot ist, dann geht das nämlich runter. Und ich habe grün. Warum sagt denn keiner, dass ich grün habe? Ach, jetzt muss ich den da reinfahren, ne? Rechts abbiegen und dann rechts halten. Ist der hier rein? Ich sehe jetzt nicht, ob der da rein muss. Ich gucke, ob ich irgendwo drehen kann. Dann kann ich nämlich, glaube ich, besser reinfahren. Ich drücke schon wieder die falsche Taste. Ne, hier oben haben wir so einen Schlafplatz, da könnten wir eventuell drehen. Dass wir dann anders reinfahren. Das wäre mir, glaube ich, gerade etwas lieber. Ach, ich bin auch doof. Ich hätte auch andersrum fahren können. Ja, ist mir egal, ob ich gerade über die rote Ampel fahre oder nicht. Ich will nur gucken, dass ich den LKW... Ach, den kriege ich da wahrscheinlich nicht rum. Habe ich immer eine Möglichkeit zu drehen? Nö. Ich müsste komplett falsch rumfahren dann. Nee, ich muss einmal... Ich muss irgendwo gedreht kriegen. Vielleicht kriege ich den doch auf dem Parkplatz hier gewendet. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dahinter rumfahren kann. Das wäre natürlich optimal. Obwohl, brauche ich doch eigentlich gar nicht. Guck mal, wenn ich den hier drauf fahre... Lässt sich die noch eigentlich so weit gedreht kriegen, dass ich da rumkomme. Die Piepe geht mir gerade auf den Senkel. Vor allem, das Ding ist so elendig lang einfach.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der solche Probleme hat bei dem Spiel. Also mit solchen Aufträgen. Oder ob es noch andere geben, die sagen, ja, das ist genauso, das ist einfach teilweise nicht optimiert für solche LKWs. In dem Game. Dass wenn du so einen Anhänger hast, dass du, da kommst du nicht rum. Da hast du jetzt einen Platz einfach teilweise gar nicht, wo du reinfahren müsstest. Habe ich ein bisschen zu weit ausgeholt, ne? Nur gucken, dass wir hier, ist nämlich das Schild, glaube ich, mit. Ne, das passt. Ja, ja, auf zu piepen. Dann müsste es eigentlich schon längst wieder ausgegangen sein. Es ist nämlich gleich lustig, in der einen Ecke reinzufallen. Junge, bleib doch mal stehen. Wo willst du denn hin? So, da müssen wir rein. Da muss ich jetzt weit genug Schwung holen. Das wird auch vernünftig reinkommen. Die Piepe geht mir gerade auf den Senkel. Oh, guck mal, wir haben es sogar besser hingekriegt als bei dem anderen. Nein, nicht Stützsattel. So ein Mist. Gut, haben wir hingekriegt. 5 von 9. Also das seht ihr jetzt nicht, ne? Weil ich habe das nur hier stehen. So, fahren wir mal eben hier rum. Wollen wir die Aufnahme wieder aus.